beide Stücke spielen auf einer Baustelle. In unserer Version zumindest. Und da wird 1948 ein repräsentativer Bau errichtet, der 2007 abgerissen wird. Das ist vordergründig für das Stück nicht so wichtig, wo genau es spielt. Es geht eher darum, dass es eben eine Arbeitsstätte ist. Aber es ist natürlich eine wunderbare Metapher, dass man etwas aus dieser Zeit wieder abreißt. Es bringt auch diese Verbindung zwischen den beiden Stücken. Und um das Geheimnis zu lüften, basiert natürlich auf ein bisschen auf dieser Geschichte, die gerade mit dem Palast der Republik passiert. Also ich bin Thomas Jeckel. Und ich komme eigentlich aus Greiz, wohne jetzt schon länger in Berlin und studiere hier Philosophie und Geschichte an der Humboldt-Universität und habe als 100.000-Euro-Job-Projekt gemeinsam mit Florian Kauter als Co-Regisseur Was ihr sollt oder Wie Heiner die Welt sah inszeniert. In unserem 100.000-Euro-Job-Projekt ging es um ein Heiner Müller-Stück, und zwar der Lohndrücker von Heiner Müller, der uns als Basis gedient hat. Und wir haben das Stück zweimal aufgeführt, einmal in seinem Original 1948 und dann haben wir ihm einen Text entgegengestellt, den wir geschrieben haben, der auf diesem Heiner Müller Text basiert und der heute spielt, also 2007, und damit versucht, so einen Vergleich zu finden zwischen der damaligen Arbeitswelt und der Arbeitswelt von heute. Also war damals die Zeit der Müllmännerstreiks und der Ärztestreiks, und wir haben gesagt, irgendein Stück, was diese Problematik eigentlich aufgreift, mit der man die Arbeitswelt irgendwie reflektieren kann. Und dann war die Idee, ein Stück zu nehmen und das umzusetzen in die heutige Zeit. Dass die Figuren in dem Stück alle durch Frauen ersetzt worden sind, ist weder gewollt noch irgendwie Kunst gewesen, sondern Laientheater zeichnet sich einfach dadurch aus, dass, wenn man sagt, man macht ein Theaterstück, 80%, wenn es gut kommt, 70% Frauen kommen und spielen wollen. Frauen sind einfach mutiger, was das betrifft, und ja, auch spielbereiter, was ich sehr spannend finde, weil letztlich es geht nicht um diese Perspektive Mann-Frau in diesem Stück, sondern es geht einfach um den Mensch in dem System Arbeit oder in dem System, in dem er gerade lebt. Die Förderung durch den 100.000-Euro-Job hat uns natürlich in eine Lage versetzt, die wir ohne das nicht gehabt hätten. Also es waren plötzlich Finanzmittel da, die man verplanen konnte, wo einfach auch klar stand, da muss keiner in die Tasche greifen und das irgendwie riskieren, was wir alle schon sehr oft gemacht haben, wo wir dann so mit gekreuzten Fingern immer gesagt haben, hoffentlich kommt man wenigstens 0-0 bei der Sache wieder raus. Ich bin sehr froh, dass es, wie es gelaufen ist, und ich bin sehr froh, dass die Leute so engagiert mitgearbeitet haben. Betrifft nicht nur die Schauspieler, sondern auch Freunde, die geholfen haben, die, ja, Freundinnen und Freunde, die Plakate gemalt haben, irgendwie Dinge gefahren, eingekauft, Sachen organisiert. Unser Pressemensch, der sich wirklich darum gekümmert hat, dass ja die Sachen in die Zeitung kommen, die Voranzeigen gemacht werden, Postkarten und so weiter, und die Leute, die auch hinterher noch so viel getan haben. Man muss ihnen allen dankbar sein, weil sie haben das alles aus ihrer Energie herausgetan, alleine sowas nicht zu schaffen. Ja, ob man zufrieden ist oder nicht, das ist eine schwierige Frage. Also, nein, man ist natürlich nicht zufrieden, mit der Inszenierung nicht, weil man es immer besser machen könnte. Man versucht natürlich immer, mehr noch rauszuholen, vielleicht da noch was unterzubringen und irgendwie das Spiel noch mehr zu perfektionieren, seine Bühne noch mehr zu perfektionieren, den Text noch besser zu machen. Aber auf der anderen Seite sind wir sehr zufrieden. Also ich habe mit Florian auch lange darüber gesprochen, dass wir sehr zufrieden sein können mit unserer Gruppe, die wir gefunden haben. Dass die Leute sehr, einfach wunderbar sind, dass sich da Freundschaften eigentlich fast entwickeln, auf die man nicht missen möchte, dass die sehr stark sich engagiert haben, dass sie wirklich gekämpft haben teilweise, um die Sachen umzusetzen. Und dass man, glaube ich, auch mit dem Stück, so wie es gelaufen ist, unter den Bedingungen sehr zufrieden sein kann.